Hallo zusammen, mein Name ist Björn Friedrich. Ich bin Produkttrainer in der Leica Sportoptik. Ich habe euch meinen Kollegen mitgebracht. Mein Name ist Ferdinand Mokwitz. Ich bin Produktmanager in der Leica Sportoptik. Wir befinden uns hier am Forsthaus Altenberg im Jagdrevier der Firma Leica. Und wir werden euch jetzt die beiden Leica Carlonox Wärmebildgeräte vorstellen. Zum einen das Carlonox View als reines Beobachtungsgerät, zum anderen das Carlonox Sight als Kombigerät, sowohl zur Beobachtung als auch als Clip-on-Gerät, als Vorsatzgerät für ein Ziefernrohr. Und an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auf die jeweilige Landesgesetzgebung hinweisen. Björn, bitte erklär uns doch jetzt mal das Carlonox Sight. Beim ersten Blick auf das Carlonox Sight fällt auf, dass es von dem Design genauso aussieht wie das Carlonox View. Gleiche Bedienelemente, die gleichen drei Knöpfe, hier vorne das Fokussierrad. Auch die beiden Ösen für den Fernglas-Trageriemen sind angebracht. Wenn ich das Gerät als Beobachtungsgerät nutze, kann ich es also genauso wie das Carlonox View wie ein Fernglas um den Hals tragen und es baumelt mir nicht immer nur an einer Öse befestigt vor der Brust rum. Der Hauptunterschied liegt daran, dass ich hier hinten ein Normgewinde angebracht habe, wo ich denn entweder, wenn ich das Gerät als Vorsatzgerät nutze, den Ziefernrohradapter aufschraube oder aber die mitgelieferte Gummiaugenmuschel, wenn ich das Gerät als Beobachtungsgerät benutzen möchte. Vom Design her, durch das runde Design, gibt es ein sehr, sehr harmonisches Bild, wenn ich das Gerät auf ein Ziefernrohr montiere, weil sich quasi der Rohrkörper, das Objektiv des Ziefernrohrs, ja, in einer Form nach vorne fortsetzt. Was ist das Wichtigste beim Carlonox Sight? Das ist die Präzision und die Wiederholgenauigkeit. Wo kommt das her? Das liegt an der einteiligen Konstruktion. Die Kollimatorlinse ist fest mit dem Hauptkörper verbunden. Es gibt keine Bajonettverschlüsse. Das führt dazu, dass wir hervorragende Schießergebnisse, Trefferbilder erzielen, die wir natürlich auch zeigen. Und selbst wenn das Gerät auf- und abgesetzt wird, bleibt die Treffpunktlage gleich, auch wenn das Gerät verdreht aufgesetzt wird. Und bei dem Gerät ist natürlich auch die Leica Image-Optimierung LIO integriert, die per Algorithmus dafür sorgt, dass die Bildqualität mit einer Software aufgebessert wird in Kontrast und Schärfe. Im Übrigen ist diese Technik seit Jahrzehnten in der Leica Digitalkamera verwendet und wird permanent weiterentwickelt. Kommen wir jetzt zur Bedienung und zur Tastenbelegung vom Carlonox Sight. Es hat die gleiche drei Tastensteuerung wie das Carlonox View auch. Die Plus-Taste, die Belegung an- und ausschalten des Gerätes, die Menüsteuerung innerhalb des Menüs einen Punkt nach oben, sowie die Standby-Funktion. Die eigentliche Menütaste ist die kleine Taste in der Mitte. Ein kurzer Druck bin ich im Menü 1. Alles, was um die Bilddaten, um die Bildqualität sich dreht, habe ich dort. Ein langer Druck bin ich im Menü 2, mehr in dem technischen Menü. Und die Minustaste, einmal für die Menüsteuerung innerhalb des Menüs einen Punkt nach unten oder aber im laufenden Betrieb die Kalibrierungsfunktion. Im Menü 1, also ein kurzer Druck auf die Menütaste, komme ich als allererstes in das Menü für die Bildqualität. Als ersten Punkt habe ich dort die Helligkeit, die ich in 4 Stufen wählen kann. Als zweiten Punkt die verschiedenen Farbmodi, White Hot, Black Hot, Red Hot und Rainbow. Und als dritten Punkt die unterschiedlichen Kontrasteinstellungen von weichem Kontrast in der Stellung 1 auf der linken Seite bis hin zu starkem Kontrast auf der äußerst rechten Seite. Mit einem langen Druck auf die Menütaste hier in der Mitte gelangt man in die zweite Menüebene beim Carlonox Sight. Erster Punkt, Video Out. Hier lässt sich das Gerät per Kabel mit einem externen Monitor verbinden und die Bildwiedergabe starten. Zweiter Punkt, Bluetooth. Hier lässt sich eine Verbindung zum Smartphone herstellen und über die App kann dann das Gerät per Remote Control gesteuert werden. Als nächstes der Ultra Clear Mode. Hier hat man die Möglichkeit, die Bildwiedergabe zu verbessern bei schlechten Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Nebel oder Regen. Display Kompass.
Hier kann man den Kompass im Startbild ein- und ausschalten. Der Handheld-Mode ist ganz wichtig bei diesem Kombigerät Sight, denn hier kann man zwischen Handheld-Mode und Clip-on-Mode wechseln. Der Clip-on-Mode wird verwendet, wenn das Gerät per Adapter vor ein Zielfernrohr montiert ist. Nächster Punkt, Gun Profiles. Hier stehen 4 Profile zur Verfügung, 3 mit normaler Displaygröße und ein Profil mit verringerter Displaygröße. Das ist für Zielfernrohre mit einer etwas größeren Ausgangsvergrößerung, wie zum Beispiel 3- oder 5-facher Vergrößerung. Vorletzter Punkt, Calibration Mode. Kalibrierung ist ein ganz wichtiges Thema bei Wärmebildkameras, denn das Bild lässt mit der Zeit nach und muss wieder aufgefrischt werden. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und hier stehen 3 verschiedene Modi zur Verfügung. Im Automatik- und manuellen Modus ist es so, dass der Shutter den Sensor kurzzeitig verschließt und sich der Sensor die Wärme vom Shutter holt und dadurch das Bild erneuert. In der Background-Kalibrierung ist es so, dass man mit der Schutzkappe die Objektivlinse abdeckt und sich der Sensor die Wärme dann über die Objektivlinse holt. Bei dieser Art der Kalibrierung lässt sich das Bild noch sehr viel intensiver erneuern. Im Automatikmodus regelt das Gerät den Vorgang selbst. Im manuellen Modus wird der Vorgang über die Minustaste ausgelöst. Und bei der Background-Kalibrierung muss, wie gesagt, die Frontlinse abgedeckt werden und ebenfalls mit der Minustaste der Vorgang ausgelöst werden. Als letzter Punkt More. Hier gelangt man in die dritte Menüebene. Die Menüebene 3 beginnt mit dem Punkt Compass Calibration. Hier wird der Kompass neu ausgerichtet. Der zweite Punkt, Pixel Defect Correction. Hier lassen sich defekte Pixel reaktivieren. Der wichtigste Punkt im Menü Nummer 3 beim Kalonox Sight ist die Reticle Correction. Das ist quasi meine Einschießfunktion oder meine Einschießhilfe, wo ich denn die optische Achse des Zielfernrohrs mit der digitalen Ausgabe des Gerätes übereinbringe und übereinbringen kann, sodass ich denn, egal ob ich mit dem Kalonox Vorsatzgerät schieße oder mit dem Zielfernrohr alleine, immer die gleiche Treffpunktlage habe. Ein Tastendruck dabei verschiebt die Treffpunktlage um 2,4 cm auf 100 Meter oder aber um 1,2 cm auf 50 Meter. Dann der vierte Punkt, System Information, Daten zu Firmware, Hardware und Seriennummer. Factory Reset ist der nächste Punkt. Hier lässt sich das Gerät wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Und als letztes Return to Main Menu. Hier komme ich also wieder in die zweite Menüebene zurück. So, wir haben euch jetzt einen Überblick über das Kalonox Sight gegeben. Und Björn, was hat dich denn jetzt eigentlich am meisten an dem Gerät beeindruckt? Also ich konnte das Gerät ja in der Praxis testen. Und das absolut Beeindruckende ist die absolute Präzision und Wiederkehrgenauigkeit des Gerätes. Also auch wenn ich es abnehme mit dem Adapter vom Zielfernrohr und setze es wieder drauf, selbst wenn ich es leicht verdreht aufsetze, bleibt die Treffpunktlage exakt gleich. Und das ist es ja letztendlich, um was es in der Praxis ankommt, dass ich mich auf das Gerät hundertprozentig verlassen kann. Auch wenn ich es runternehme, mache es abends vor dem Ansitz letztendlich auf das Gerät, auf das Zielfernrohr wieder drauf und kann mich hundertprozentig darauf verlassen, dass der Schuss auch da sitzt, wo er hin soll.